nicht mit dir. Schnell! Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi! Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Noch ein Priester des Anubis. Ist das der Mann, den ich suche? Der Teppich versteckt sich unter seinen Brüdern. Er braucht eine Stadt. Ein Priester des Anubis. Aber ist es Hetepi? Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Thank you.
machen. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter. Getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Petepi! Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns! Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Thank you.
Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Bewegung, lasst mich frei! Mach dich bereit. Ich tränke mein Schwert in ihrem... Wow. Da kommt ein Sandsturm. Was treibt die Seele? Wir haben den Feind des Königs gefunden! Ihr hättet mich töten sollen! Nun sterbt ihr! Was? Ich hab nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Überleben! Hm? Oh.
Lass mich raus, hörst du? Da ist gar nichts. Was ist denn da? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Du bist Bayek von Siva, oder nicht? Ich habe viel von dem Magi gehört, der durch die Wüste reist. Ich bin Theodoros. Einer von vielen, die gegen die Philakitai rebellieren. Warst du deshalb in diesem Käfig? Ja, ein Fehlschlag. Ich verfolge Deratos, einen ruchlosen Feldherrn von Ptolemaios, mit einem Hass auf alle Ägypter. Ein Mörder von Müttern, Vätern und Kindern. Ich werde nicht ruhen, bis seine Leiche Futter für die Würmer ist. Leihst du uns dein Schwert? Gerne. Dafür immer. Eine Freude! Ich treffe meine Männer in Bakias. Komm mit! Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? Oh. Mein Vater war Ägypter. Meine Mutter... Jetzt nur nicht verlaufen. Hier nicht vorbei. Gemeinsam. Wow. Hey. Oh. Friss das, du Ratte. Ja. Was?
Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer. Ägyptische Elendsviertel werden abgerissen. Hotepres! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Ach, wer macht denn sowas? Was wolltest du beschützen? Ein Kinderspielzeug. Ach, ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hotepres steckt. Moment, Federn? Von einer Brieftaube? Das neue Fayum verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen sei Dank. Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hotepres ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Muss ich vorsichtig sein. Was?
Was geht hier vor? Oh nein, scheiße! Philos! Ich komme zu spät. Bitte. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hol dich hier raus. Hey, was? Das war's! Still! Götter, hab Dank. Hat Tote Frist dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Lass du mir helfen? Hutefress reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt Söldner, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl.